einen wunderschönen guten Morgen. Falscher Screen, wie ihr gesehen habt. Jetzt nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir schauen heute, wie ihr schwer schon sehen konntet, uns Netflix an. Hallo Tom. Guten Morgen, auch an dich. Ja, was wir gut sehen können, ist, Netflix haben wir schon ein paar Mal besprochen, für alle, die schon etwas länger dabei sind. Das heißt, wir werfen gleich auch direkt nochmal so einen Blick auf das erste Mal, seit wir uns dem Unternehmen gewidmet haben, und wir schauen uns auch so ein bisschen an, wie sich das Unternehmen entwickelt hat und stellen uns dabei ziemlich deutlich die Frage, ja, wie geht es jetzt weiter? Bleibt dieser Aufwärtstrend, den wir zuletzt in den letzten ein, zwei Jahren jetzt wieder gesehen haben, intakt? Und bleiben, ja, oder wo liegen Probleme, damit das Wachstum eventuell ausbleiben könnte? Ich habe es angesprochen, wir starten dementsprechend mit einem kurzen Blick nicht auf das Logo und auf die ESIN, sondern auf den Chart. Und zwar auf den Chart von dem 25. Oktober 2022. Und ich habe mal den Snapshot, den wir da hatten, einmal mitgebracht. Ihr wisst, das Ganze hat sich seitdem auch wieder so ein bisschen verändert. Also es ist ja nicht mehr ganz so, wie es quasi heute ist, sehen wir gleich nochmal. Was wir aber ganz gut sehen können, ist, dass Netflix zu diesem Zeitpunkt auf einem deutlichen Abwärtstrend war. Und das ist das, was wir hier oben erkennen können. Also wir haben in diesem Chart, in dem wir so ein bisschen abbilden, wie sich $1000 Investment verhalten hätten, trotzdem einen positiven Trend gesehen, wenn man jetzt von ja, knapp 1000 zu ja, 20.000 hier hinaufblickt. Auch noch in Ordnung. Genau, aber wir sehen halt ganz deutlich, dass es einen sehr, sehr deutlichen Abschwung damals gab. Und zwar ging es eigentlich so ein bisschen um ja nicht nur den generellen Aktienmarkt, sondern auch darum, wie sich es sich verhalten hat rund um das Thema Abonnentenwachstum. Und es ist so ein ja, leicht abstufiger Prozess, den man hier sehen kann. Also sind erst ein kleines Stück gerutscht, dann gab es Quartalszahlen, die ziemlich deutlich nach unten gelaufen sind und dann noch ein kleineres Stück. Ich will noch mal so ein bisschen in Erinnerung halten, das ist nämlich gleich nochmal etwas wichtiger, was wir hier so an Umsatz- und Gewinnzahlen stehen hatten. Also wir hatten einen Umsatz von knapp $8 Milliarden in diesem ja, Geschäftsjahr oder Quartal in diesem Fall. Wir hatten den Gewinn von 1,4 Milliarden in diesem Quartal und ein KGV von 24. Und das sollten wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil das wird später nochmal interessant. Wenn wir aber darauf blicken, ja, was hat sich seither getan? Ich habe nochmal den 25. Oktober hier eingezeichnet. Wir hatten ein bisschen länger darüber diskutiert, auch Christoph in diesem Fall länger uns mit der Aktie auch beschäftigt und ja auch ein bisschen mit dem Momentum, wie er verhält sich jetzt wirklich mit dem Abonnentenwachstum. Denn die große Frage war damals, geht es denn noch weiter? Schafft Netflix es überhaupt, sich durchzusetzen? Es gab immer mehr Streaming-Anbieter. Wir haben Disney mit auf den Markt bekommen, verstärkt. Wir haben ja eigentlich mit HBO und vielen weiteren Anbietern auf dem Markt gesehen, dass sich viele, viele neue Streaming-Anbieter auftun. Und die Frage war eigentlich, ja, können sich jetzt oder kann sich der Otto Normalbürger 5 Streaming-Abos leisten und welche werden abgeschaltet? Und damit auch so ja, die Idee, dass Netflix eventuell natürlich auch seine Abonnenten verlieren würde beziehungsweise nicht mehr so stark wachsen könnte. Und ja, wir sehen, was sich seither getan hat. Also das ganze Narrativ hat sich dann doch wieder skizziert in der Richtung, dass Netflix einfach zu diesem Zeitpunkt zu günstig war und Netflix weiterhin wachsen konnte und auch natürlich sich der Aktienmarkt erholt hat. Wenn man sich das im Trendverlauf nochmal anguckt, sehen wir wirklich das Tief, was wir ungefähr bei $170 hier hatten. Einen Hoch von $690, was wir tatsächlich immer noch nicht erreicht hatten, im September 22 ungefähr, August, September 22. Und ja, wir sehen diese deutlichen Rückgänge nach den Quartalszahlen, auch hier im Wochenchart. Wir sehen aber, seither hat sich der Trend wieder sehr positiv nach oben versetzt. Also wir haben einen deutlichen Aufwärtstrend wieder gesehen und das sehen wir auch im kurzfristigen Chart, dass der sich nochmal so ein bisschen zugespitzt hat. Also dieser langfristige Trend, den wir hier sehen können, ja, und dann den sehr, sehr kurzfristigen, noch etwas steileren Trend, den wir jetzt auch nach den letzten Quartalszahlen gesehen haben. Und ja, die große Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Schaffen wir es, das Allzeithoch zu erreichen? Wo liegen aktuell die Probleme? Und ja, wie geht es, die eventuell zu adressieren? Bevor wir da ein bisschen stärker reinschauen, Tom, wir zoomen nochmal raus, ja, in Richtung der Branche. Das würde ich auch sagen. Wir zoomen auch ein bisschen raus. Netflix, ja eigentlich, ich würde sagen, fast allen bekannt als weltgrößter Streaming-Anbieter, betreibt die gleichnamige Plattform Netflix, netflix.com, auf denen quasi Filme, Serien, eigene Produktion, Fremdproduktion gestreamt werden können. Der Markt, der Video-Streaming-Markt,
wurde zuletzt auf knapp 600 Milliarden US-Dollar gescheckt. 2024 sieht man ganz schön. Und was man auch ganz gut sieht, wir haben ein wunderbares Wachstum in den nächsten Jahren. In den vergangenen Jahren hatten wir bereits ein schnelles Wachstum. Und in den kommenden Jahren wird weiterhin ein Wachstum von fast 25% im Jahr erwartet. Das heißt ein CAGR von 25%. Was natürlich, wir hatten uns ja hier schon ein, zwei andere Branchen angeguckt, was natürlich phänomenal ist und eine große Outperformance zu anderen Branchen, die wir hier in letzter Zeit uns angeschaut haben. Ich glaube, man sieht ganz gut, dass der Videostreaming-Markt nicht den Zenit erreicht hat, zumindest nach dem, ja, was man hier ganz generell mal abbildet in, für den Gesamtmarkt. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, ja, was ist jetzt mit linearem Fernsehen? Bleibt es noch? Geht, ja, stirbt es aus? Wollen die Menschen überhaupt noch sich an Zeiten halten oder wollen alle on-demand streamen? Also die Tendenz geht natürlich mit YouTube, mit den ganzen Streaming-Anbietern, insbesondere bei der jüngeren Zielgruppe dahin, ja, dass man frei entscheiden kann. Aber ich glaube auch ein großer Punkt, und da kommen wir später nochmal dazu, ist natürlich das Thema Content und Content-Erstellung und Content-Produktion. Ja. Also alles, was sich um das Thema Inhalte wirklich dreht für diesen Streaming-Markt. Und ich glaube, da ist es insbesondere der signifikante Unterschied, den wir später auch sehen werden zu gegebenenfalls, ich sage jetzt mal, klassischen Fernsehanbietern. Haben wir jetzt auf der zweiten Seite hier nochmal eine Folie zum Markt. Hier sehen wir das nochmal mit dem 25-prozentigen CAGR bis 2023. Die größten Märkte sind, wir sehen das später auch noch am APU, also am durchschnittlichen Umsatz je Nutzer, der in den einzelnen Regionen erzielt wird, sind die wichtigsten Märkte Nordamerika mit dem größten Markt dort, USA, und der europäische Markt. Ja, auf der linken Seite sehen wir nochmal einige der größten Player des Marktes. Wir haben Amazon dabei mit Amazon Prime, dann Netflix haben wir tatsächlich auch. Akamai Technologies sagt mir persönlich nichts. Bist du da? Ja, das geht wahrscheinlich in die asiatische Richtung, würde ich mal behaupten. Hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt. Aber wir haben auch andere große Unternehmen dabei, wie Apple zum Beispiel, die ja auch ein eigenes Streaming-Angebot haben und so ein bisschen breiter diversifiziert sind, ähnlich wie Amazon oder Disney. Und auf der anderen Seite haben wir einen linearen Fernsehanbieter wie AT&T, die natürlich auch versuchen, von dem Streaming-Markt, von dem schnell wachsenden Geschäft so ein bisschen zu profitieren und so ein bisschen diese lineare Fernsehen so ein bisschen in die Streaming-Welt zu überführen. Was ich ganz interessant finde, hier stehen zwei Faktoren. Einmal die Growth Drivers, also die Wachstumstreiber, die man hier sieht nach zumindest das Research Nester in dem Markt. Und da sieht man natürlich, okay, was wir gerade eben kurz angesprochen haben, mehr Interesse einfach an dem Streaming, an dem On-Demand-Streaming und auch an dem, ich kann zu jeder Zeit das gucken, was ich möchte. Als Challenges steht hier, Concern, alles rund um das Thema Risikobehaftung, was so Daten, Private und Security betrifft. Ob man das jetzt hier für den Wachstum des Marktes als größtes Risiko sehen möchte, das wage ich an der Stelle einfach mal zu bezweifeln. Das sehe ich ähnlich. Wir haben ja am Ende noch mal ein paar Pro-Kontra-Argumente und ich glaube, da sind wir so ein bisschen besser aufgestellt als hier die Kollegen von Research Nester. Genau, aber grundsätzlich, glaube ich, kann man halt schon sehen, 25% Wachstum ist natürlich enorm für den Markt, insbesondere wenn man jetzt sich die Frage stellt, okay, wächst das der Markt noch weiter? Wo gibt es noch Wachstumstreiber? Und wir sehen natürlich, ja, vom Umsatz pro Nutzer ist es wahrscheinlich in den USA und in Europa, sind das die stärksten Märkte. Es gibt aber natürlich noch größere Teilbereiche und Märkte, die noch gar nicht richtig erschlossen sind. Wir wissen es insbesondere in Lateinamerika und in Afrika gibt es ja Orte, in denen trotzdem jeder ein Handy hat und fast jeder Internetzugriff hat, aber die meisten vielleicht sogar gar keinen Fernseher haben oder gar kein Kabel haben. Fernsehen. Und dementsprechend auch andere Möglichkeiten hier noch sich darbieten. Da kann man wahrscheinlich nicht so viel Umsatz rausholen aus dem einzelnen Nutzer wie vielleicht in Europa, aber die Masse verspricht wahrscheinlich auch dort doch noch einiges an Wachstum. Und natürlich wäre dann natürlich die wichtige Kennzahl des Abonnentenwachstums, könnte man darüber natürlich so ein bisschen korrigieren. Ja, als nächstes nochmal eine Grafik aus dem US-Video-Streaming-Market. Da sieht man jetzt nochmal ganz schön, was für einen Anteil tatsächlich das Streaming-Geschäft am normalen Fernsehen, an der normalen Fernsehnutzung hat. Und da sehen wir tatsächlich, dass wir bei knapp 38% im Moment bei Streaming sind. Das sind jetzt Zahlen aus dem letzten Jahr. Und wir Kabelfernsehen und besonders Broadcast
schon überholt haben. Das heißt, Streaming, wenn die Menschen in den USA durchschnittlich den Fernseher anschmeißen oder anstellen, sage ich mal, dann ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass sie dann darüber streamen, über je nachdem eine der Plattformen. Also hier hat man schon eine Dominanz quasi im Markt erreicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, und hier nochmal eine Grafik zu den Video-Streaming-Subscriptions, das heißt den Abos, die Haushalte abschließen, wie viele Haushalte tatsächlich Video-Streaming-Abos abgeschlossen haben in den USA. Und da sieht man jetzt zuletzt ganz knapp die 80% erreicht. Und ich würde sagen, das sind natürlich jetzt wieder Zahlen aus den USA und natürlich der wichtigste Markt, aber ich denke, das lässt sich auch auf andere Märkte so ein bisschen transferieren, besonders in Europa. Wenn ich jetzt an unseren Haushalt denke, da ist tatsächlich nicht nur ein Streaming-Abo vorhanden und da verfälscht man dann vielleicht auch so ein bisschen die Grafik. Ja, das ist ganz interessant, weil ich glaube, dass wenn wir gleich auf Netflix-Zahlen schauen, insbesondere eine kritische Frage, die wir uns ja schon stellen müssen. Und wir haben gerade eben die Zahlen gesehen und haben gesehen, okay, das Netflix-Wachstum ist auch, oder der Kurs ist eingebrochen, genau in diesem Zeitraum von hier nach dort oder in dem, was hier antizipiert wurde. Und wir sehen natürlich, dass hier wirklich nicht mehr so viel Wachstum vorhanden war. Und jetzt sagt Tom, ja, wir haben ja auch mittlerweile mehrere Streaming-Abos und das ist so ein bisschen auch der Weg, den ja Netflix gehen will. Nicht nur in der Hinsicht, dass man im einen Haushalt mehr Abos hat, sondern halt das Thema, was man vorher sehr, sehr stark geduldet hat, Passwort-Sharing, Account-Sharing und, sehr, sehr stark jetzt adressiert hat und damit nochmal ordentlich was an Nutzerwachstum rausgeholt hat. Und das ist auch ein bisschen das, was die Aktie ja in den letzten Jahr oder Jahren beflügelt hat. Und die Frage ist jetzt hier ganz eher kritisch, vielleicht nicht Privacy Concerns, sondern eher alles rund ums Thema, ja, wo geht es dann noch hin? Okay, man hat jetzt Abonnentenwachstum erzeugen können, dadurch, dass man einzelne Personengruppen in einem Abo nochmal adressiert hat. Und die Frage ist natürlich jetzt, wo geht es noch hin, wenn man jetzt diese Personengruppen in den einzelnen Haushalten adressiert hat? Und dann ist die Frage, wo sucht man nach mehr Wachstum und welche Wege oder Pfade schlägt man dann auch ein? Naja, dann kommen wir trotzdem jetzt zum Überblick vom Gesamtmarkt. Ich hatte das ja eben kurz einmal schon erwähnt, knapp 270 Millionen weltweite Nutzer oder angemeldete Konten. Da stecken ja dann meistens mehrere Nutzer oder Haushalte hinter oder ein Haushalt mit mehreren Nutzern hinter. Netflix mit einem Marktanteil von fast 40% im gesamten Streaming-Markt. Dahinter Amazon Prime, Disney, jetzt relativ klein, tatsächlich noch Apple TV. Aber man muss sich da natürlich im Bewusstsein sein, dass das natürlich alles große Konzerne sind, dessen Hauptgeschäft es nicht das Streaming ist. Das heißt, das Streaming-Geschäft muss nicht unbedingt profitabel sein. Wir haben das ja bei Amazon gesehen, dass da teilweise Geschäftsbereiche unprofitabel gehalten werden, um einfach weiter Cash zu investieren. Und die Möglichkeit fällt natürlich bei Netflix so ein bisschen weg, weil Netflix natürlich das einzig große Pure Play im Streaming-Bereich ist. Ja, und hier zeigt sich auch ganz gut, was sich in dem letzten Jahr eigentlich entwickelt hat. Also die Frage war ja, gibt es noch Wachstum, wenn wir immer mehr Streaming-Anbieter bekommen und müssen nicht irgendwann sich die Leute entscheiden, welchen Streaming-Anbieter nehme ich oder ich kann nicht alle nehmen. Und das ist eigentlich so das, was sich seitdem auch getan hat, seitdem diese Grafik entstanden ist. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr alt, kann man so knapp sagen. Und seitdem gab es schon viel Konsolidierung im Markt und die schreitet gerade auch etwas weiter voran. Also wir sehen wieder, dass es Streaming-Anbieter gibt, Institutionen gibt, die mehrere kleinere Streaming-Anbieter bündeln, von denen es eventuell auch nicht das Hauptgeschäft ist, um halt eine Konsolidierung dahingehend zu schaffen, dass man sagt, okay, kauf halt dieses eine Abo, da hast du mehrere kleine Anbieter mit drin, also hast doch wieder alles und musst nicht viele, viele kleinere Abos haben. Weil sich halt schon genau das Bild auch gezeigt hat, dass nicht jeder von uns 5, 6, 7 Streaming-Abos haben möchte, sondern sich meistens auf 1 bis 2 größere fokussiert. Und das sind oftmals in dem Rahmen halt eine Fokussierung auf die größeren von Netflix über Disney, über Prime Video. Gibt es ja oftmals so Teilbereiche, wo man dann doch schon sagen kann, okay, ich habe ein Abo hier und vielleicht noch ein zweites da, aber dann ist bei den meisten, würde ich schon fast behaupten, auch dann Schluss. Wird dann tatsächlich schnell unübersichtlich, genau. Ja, und bevor wir jetzt auf die Geschichte kommen, gucken wir uns nochmal das wunderschöne Nutzerwachstum von Netflix in den letzten fast 20 Jahren an. Man sieht ganz schön, ab
knapp 2013, als man begonnen hat, eigene Produktion zu starten und damit die internationale Expansion vorangetrieben hat, ist das Wachstum tatsächlich durch die Decke gegangen. Wir haben oftmals in den Quartalen und Jahren zweistellige Wachstumsraten gesehen. Zuletzt war das Wachstum jetzt 2021, 2022 so ein bisschen langsamer. 23 und jetzt auch das letzte, jüngste Quartal hat man wieder ein bisschen zugelegt, aber da sehen wir gleich nochmal eine andere Grafik. Genau. Sehr, sehr stark getrieben, haben wir gesehen, durch günstigere Abos, durch aber auch ja, dieses Passwort-Sharing, was wir ja auch angesprochen haben. Ja, und die Werbeabos. Es gibt ja jetzt auch die Werbeabos, dieses ganz günstige Modell, dass man sagt, okay, man schaut noch mit Werbung dann, alle 20, 30 Minuten gibt es einen kleinen Werbeeinspieler, was dann ja so ein bisschen wieder an das lineare Fernsehen erinnert. Genau. Starten wir kurz mit einem Blick auf die Geschichte. Genau. 1998 hatten Reed Hastings und Mark Randolph tatsächlich die Idee, Video-DVDs per Post zu verschicken. Und man sieht das ganz schön jetzt auf der rechten Seite. Die Plattform damals, Netflix.com, sah noch sehr rustikal aus, aber das lag wahrscheinlich damals an der damaligen Zeit. Ich weiß nicht genau, ich war damals noch nicht so viel im Internet. So sahen die Seiten immer aus. Genau. So sahen die Seiten, teilweise sehen sie immer noch so aus. Naja, auf der rechten Seite sieht man ganz schön Reed Hastings mit den Netflix-Umschlägen, wo dann die einzelnen DVDs geteilt wurden. 99 hat man dann, man hat relativ früh verstanden, dass man ein Abo-Modell braucht, um profitabel zu agieren, da sonst die DVDs einfach die Kosten sprengen würden, weil man natürlich auch so extrem viele DVDs anbietet. 2002 hat man dann, klick gerne mal durch, 2002 hat man dann den Schritt an die Börse gewagt, damals tatsächlich immer noch mit dem Geschäftsmodell der DVD-Vermietung, damals schon im Abo-Modell, aber halt von Streaming war damals noch kein noch. Man sieht sie, man war auch noch nicht in den Größen vorhanden, also 83 Millionen hat man eingesammelt beim Börsengang. Man kann sich vorstellen, wir haben gerade eben gesehen, was für eine Marktkapitalisierung da aktuell dran steht und dementsprechend sind auch diese Wachstumskurven, die wir in unseren langfristigen Charts gesehen haben, natürlich enorm. Tatsächlich zurückgerechnet kam die Aktie damals zu fast einem US-Dollar an die Börse. Wenn man sich da den Kursverlauf anguckt und den Aktienkurs heute, ist das natürlich eine phänomenale Performance. Naja, 2007 hat man dann, ich würde fast sogar sagen, so ein bisschen auf dem Rücken von YouTube, die haben ja 2005, 2006 mit dem Video-Streaming angefangen, hat man dann angefangen, einen Streaming-Dienst einzuführen über die gleiche Plattform. Man hat dann das Geschäft mit der DVD-Miete und dem Streaming, also dem Video-on-Demand, gleichzeitig auf der gleichen Plattform geführt und hat damit so ein bisschen eine neue Ära eingeleitet, weil es gab natürlich davor, gab es zwar YouTube, aber die ganzen großen Player, wie wir sie heute kennen, Amazon Prime, Disney, waren damals noch weit, weit entfernt, ein eigenes Streaming-Modell aufzubauen. Ja, man hat dann das eigene Streaming-Modell so ein bisschen weiter fortgeführt, hat dann natürlich Produkte, also Filme und Serien von Dritten viel auf den eigenen Plattformen laufen lassen, ist dann 2012 mit der internationalen Expansion gestartet, ist da so ein bisschen zunächst in die Märkte Kanada, Lateinamerika und später dann auch Europa gewachsen. 2016 war man dann in knapp 190 Ländern und Gebieten aktiv. Und 2013, wir hatten das eben schon, oder ich hatte das eben schon kurz angesprochen, kam dann der wichtige Schritt von Netflix, eine eigene Produktion zu starten. Man hat damals dann angefangen mit Serien wie Arrested Development, Orange is the New Black und House of Cards und hat angefangen, eine eigene Produktion hochzufahren und ist damit natürlich auch viel unabhängiger von den anderen Produktionshäusern. Von Hollywood kann man sagen. Ja, ich wollte es nicht so sagen, aber von Hollywood und dem Lizenzgeschäft, von dem man natürlich extrem abhängig war. 2021 kam dann der letzte große Wandel, da hat man versucht, so ein bisschen in die Gaming-Branche zu expandieren. Damals war ja auch noch so ein bisschen Corona-Lockdown-Geschichten. Man hat einfach angefangen, Spiele zu machen, ist jetzt immer noch tatsächlich dabei, ist noch kein großes Umsatzgeschäftsfeld, weil es natürlich auch integriert ist in das normale Abo. Und ich muss sagen, ich habe jetzt Spiele auf Netflix oder auf dem Handy noch nicht wirklich viel gespielt. Wahrscheinlich auch nicht. 2024 ganz, ganz, ganz junge Verträge kamen da jetzt zuletzt raus von NFL und WWE-Rechten, das heißt Wrestling-Rechten. Das ist eine relativ große Show in den USA, WWE. Und da hat man sich Live-Rechte gesichert, wie auch bei der NFL.
und so ein bisschen in den Bereich Live-Sport zu expandieren, weil das Geschäftsfeld oder den Bereich hat man noch gar nicht abgedeckt und das ist natürlich auch ein riesen Opportunity, also eine riesen Möglichkeit, neue Kunden zu akquirieren, da natürlich dieser Sportsektor gigantisch groß ist und extrem viel Interesse hintersteht. Ist schon ganz spannend. Also man sieht eigentlich ziemlich deutlich, wie man diesen Sprung eigentlich ins Streaming geschafft hat, dann das weiter ausgebaut hat. Und ich glaube, so der letzte große Sprung kam dann auch wirklich damit, dass man eigene Produktionen betätigt hat. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und im zweiten Blick sieht man aber auch so ein bisschen, jetzt versucht man schon andere Wege zu gehen. Also wir haben es gerade eben schon kurz im Nebensatz erwähnt. Spieleentwicklung war 2021 so das Thema. Ob das jetzt so unglaublich funktioniert, also aktuell zumindest noch nicht. Wie gesagt, ich habe noch nie darauf gespielt, du auch nicht. Ich weiß nicht, ihr könnt ja bei euch auch mal in die Vergangenheit blicken. Da wird wahrscheinlich der wenigste mal wirklich Spiele genutzt haben. Ist nett zu haben, weil es kostet, glaube ich, auch nichts zusätzlich, so aber nutzen tut es so richtig eigentlich auch keiner. Es ist so ein Add-on und man muss sich natürlich überlegen, okay, holt sich dann tatsächlich oder kauft tatsächlich jemand ein Netflix-Abo nur für die Spiele oder ist das eigentlich eher was, was man dann nochmal nebenbei macht? Man hat auf jeden Fall weiter expandiert, kann man sagen, und in den Zahlen hat sich das zumindest auch positiv wiedergespiegelt. Wir holen mal gerade den aktuellen Snapshot raus und ich sehe sehr, sehr viel Grün, Tom. Das heißt, irgendwie scheint ja doch die Expansion hier weiter geklappt zu haben. Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, Margen sind gestiegen. Was sagst du dazu? Ja, du hattest das ja eben schon kurz angesprochen mit den Preissteigerungen. Man ist sehr stark gegen das Passwort-Sharing vorgegangen, dass tatsächlich Familienaccounts von Nicht-Familienmitgliedern genutzt werden, da man da ja knapp 5 Accounts hat und die dann quasi teilen kann. Und dagegen ist man einfach jetzt im vergangenen Jahr und ich glaube auch schon im Jahr davor ordentlich gegengegangen und konnte dementsprechend natürlich den Umsatz steigern, aber natürlich auch die Margen ausweiten, weil die Produktionskosten sind an sich gleich geblieben. Sie können jetzt nur halt auf mehr Nutzer verteilt werden. Wir haben eine wunderschöne Margenausweitung gesehen. Das liegt daran, dass die Produktionskosten einfach so ein bisschen zurückgefahren wurden. Das heißt, es wurden eher weniger neue Pieces, Content Pieces auf die Plattform gebracht und vor allem auch weniger lizenzierte Pieces auf die oder Filmstücke oder Serien auf die Plattform gebracht. Deswegen konnte man da die Margen relativ gut ausweiten. Genau, und ich werde an der Stelle mal kurz einen Blick werfen als Vergleich in die Vergangenheit von vor 2 Jahren ungefähr. Wir sehen es hier Oktober 2022, nicht ganz 2 Jahre, aber so ungefähr. Wir sehen, wir haben einen Umsatz von 7,93 Milliarden, wir haben einen Gewinn von 1,43 Milliarden. Jetzt gehen wir nochmal zurück in das aktuelle Quartal. Hat sich gesteigert, 2 Milliarden mehr Umsatz. Nicht ganz so viel mehr Gewinn, aber auch der Gewinn hat sich fast verdoppelt, 40% ungefähr gestiegen. Insbesondere die Margen haben sich aber auch verbessert. Wir sehen es hier 47%, 25% Profitmarge. Das hat sich beides deutlich gesteigert. Man kann also eigentlich festhalten, Netflix hat Folgendes gemacht. Wir haben versucht, neue Märkte zu finden, neu zu wachsen. Wir haben versucht, gegen dieses Abonnentenwachstum, was stagniert, vorzugehen. Ideen, mit denen Netflix aufgekommen ist, ist ein günstiges Werbeabo. Wurde am Anfang kritisch gesehen, weil alle gesagt haben, ja, dann sind wir ja doch wieder beim linearen Fernsehen. Funktioniert aber scheinbar sehr, sehr gut. Passwort-Sharing ist so der zweite große Punkt, bei dem man sehr stark dagegen vorgegangen ist. Ist tatsächlich auch besser als gedacht geschafft, glaube ich, Nutzer trotzdem auf der Plattform zu halten. Also es sind wenig Abos, glaube ich, wirklich verloren gegangen, sondern darüber wirklich viele auch hinzugekommen. Und wir haben es aber trotzdem gesehen, wir haben die Margen weiter ausgeweitet. Produktionskosten sind gesunken, Preise wurden jetzt angehoben, werden wieder angehoben, kommen wir gleich zu. Und das hat dazu geführt, dass sich natürlich das Unternehmen profitabler entwickelt hat und sich aber auch der Kurs wieder gut entwickelt hat. Und ich möchte an der Stelle nochmal anmerken, wir sind mittlerweile aber wieder bei einer Bewertung von einem KGV von 44. Wir waren hier mal an der Stelle bei 24. Da hatten wir den Konsens, ist schon ziemlich günstig für das Potenzial, was Netflix noch hat. Und die Frage ist jetzt, ist schon ziemlich teuer oder ist es nicht ziemlich teuer für das Potenzial, was gegebenenfalls noch Netflix zu bieten hat? Also wir sind zumindest bei einem KGV von 44. Wir haben positives Wachstum hier jetzt gesehen. Die Frage ist, was kommt jetzt als nächstes? Insbesondere, wenn wir auf die letzten Quartalszahlen gucken. Wir gehen jetzt mal von hier aus zurück. Also wir sehen auch hier mal ein Jahr zurückgesprungen, Q1 2024, Q1 2023, also ein Jahr jetzt in dem Falle zurück. Wir sehen, dass sich der Umsatz nochmal um 10-12% gesteigert hat. Wir sehen, dass sich die Margen verbessert haben, also all das, was wir auf dem Snapshot schon gesehen haben. Wir sehen auch so ein bisschen,
das insbesondere dieses Jahr aber sehr, sehr positiv herausgestochen ist. Also insbesondere der letzte Schub hat zu einer deutlicheren Profitabilität geführt. Also wenn wir im letzten Quartal drauf geguckt hätten, dann hätten wir gesehen, okay, eine Steigerung des Incomes war eigentlich nicht vorhanden. Diese 40% mehr, die haben wir tatsächlich erst im letzten Quartal gesehen. Und die kommt natürlich aus der Preissteigerung aus, dadurch, dass man mehr Abonnenten jetzt attackiert, die auch noch Password-Sharing machen, immer aggressiver im Markt vorgeht. Und die Frage ist natürlich, wie geht's weiter? Wie geht's weiter zu dem Thema, wo holt man noch das Wachstum raus? Die letzten Quartalszahlen wurden nicht so gut aufgenommen vom Markt, zumindest im ersten Momentum. Kommt einfach daher, dass Netflix angekündigt hat, diese wichtigen Zahlen, über die wir heute auch schon so viel gesprochen haben, nämlich das Thema Abonnentenwachstum, diese nicht mehr zu reporten. Erinnert so ein bisschen an das, was damals Apple gemacht hat, als es mit dem iPhone-Umsätzen nicht mehr ganz so funktioniert hat. Also nicht, dass die iPhone-Umsätze eingebrochen sind, aber es gab kaum noch Wachstum. Apple hatte angekündigt, die Zahlen nicht mehr zu reporten, und die Erschätzungen, wenn man jetzt so ein bisschen auf der Wall Street sich umhört, seit 2018 gab es auch nicht mehr so viele Units. Also ist nicht mehr viel dazugekommen. Man hat zwar die Preise erhöht, man hat sich das Unternehmensgeschäft profitabler gesteigert, aber die iPhone-Umsätze haben sich nicht in der Anzahl mehr erhöht. Und die gleiche Angst gibt es natürlich jetzt auch bei Netflix, und zwar einfach aus der Richtung, dass man gesagt hat, warum teilt ihr nicht diese Abonnentenzahlen? Die Netflix-CEOs, es gibt ja zwei, die haben in dem Falle gesagt, ja, es gibt viel wichtigere Metriken, wir haben jetzt verschiedene Abo-Modelle, wir haben günstige Werbeabos, wir haben teure Abos, das ist eine reine Abonnentenzahl, die ist da irrelevant, viel wichtiger sind doch die harten Fakten. Das Thema harte Fakten ist aber bei Netflix halt so ein bisschen schwieriger zu sehen. Ich will heute nicht zu tief drauf eingehen, weil wir haben nicht so viel Zeit, aber wir haben über das Thema Content-Erstellung schon gesprochen. Und das ist jetzt nochmal das Jahr 2023 zum Thema, wer hat am meisten Geld für Content ausgegeben? Und an der Stelle sieht man, okay, Disney ganz weit oben, Warner Bros. Auch ganz oben, Paramount, Comcast, alle haben schon angekündigt, diese Kosten zu reduzieren. Auch Netflix hat angekündigt, diese Kosten weiter zu reduzieren. Es gibt immer einen Punkt, der dabei relativ kritisch zu sehen ist. Und wie gesagt, ich will heute nicht zu tief drauf eingehen, aber Netflix hat an sich eine Praxis, muss man sagen, für das Thema, wie man Content abschreibt. Und das ist eine Praxis, bei der man sagt, okay, wir erstellen nicht eigenen Content und das sind 1:1 Kosten für uns, sondern man sagt, wir erstellen Content und wir schreiben ihn ganz normal ab, wie wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen einen Computer, eine Tastatur, einen Tisch kaufe und sage, ich habe nicht Kosten direkt nur an diesem Punkt, sondern diesen Computer, den kann ich ja über Jahre nutzen. Und das Gleiche sagt Netflix zum Thema zum Thema Streaming. Man sagt, ja, wir produzieren ja etwas, aber das sind nicht einmal Kosten, sondern das sind Kosten über viele Jahre. Und das wird schon seit längerer Zeit ein bisschen kritisch gesehen, weil Netflix dadurch die Möglichkeit hat, natürlich relativ flexibel seine Kosten und Gewinne so ein bisschen zu adjustieren. Also man hat die Möglichkeit zu sagen, wir können Gewinne und so ein bisschen das Cash, auch die Cash-Umsätze so ein bisschen verschleiern in der Hinsicht, wie wir halt Content-Abschreibungen machen und Content-Nutzungsrechte machen. Also man kann, früher war es mal so, man hat gesagt, ja, der Content, der nutzt uns ja nur 1, 2, 3 Jahre, was mittlerweile sind diese Dauer deutlich gestiegen. Das heißt, wir sind jetzt über teilweise 5, 6 Jahre taucht bei der Content-Nutzung, bei der Inhaltsnutzung. Und das führt am Ende natürlich dazu, dass die Kosten Jahr für Jahr erstmal geriger sind, weil wir es über einen längeren Zeitraum abschreiben. Das führt erstmal wieder zu höheren Gewinnen. Ich will nicht sagen, alles kommt nur daher, aber das muss man bei Netflix immer so ein bisschen kritisch hinterfragen, in der Hinsicht, okay, man schafft es profitabler zu sein, man schafft es so ein bisschen den Content zu adjustieren, aber was hängt da eigentlich an Summen hinter und wie schafft es Netflix, diese Summen auch wirklich zu adressieren? Denn das sind Milliardensummen und natürlich mit allem, was neu produziert wird, verstärkt sich dieser Effekt ganz grundsätzlich. Und da ist es halt schon wichtig, dass genau das, was wir gerade eben gesehen haben, wirklich wichtig wird. Also Abonnentenzahlen müssen wachsen, damit das Ganze weiter skaliert. Das haben wir von Tom gerade eben gehört. Ist ein bisschen kritisch, wenn man sagt, okay, wo kommen jetzt die Abonnentenzahlen wieder her? Man hat jetzt NFL, man hat Gaming, man hat günstigere Aboschichten. Also man versucht, mehr Leute einfach zu adressieren. Man versucht, Passwort-Sharing zu machen und die Preise natürlich aber auch zu erhöhen. Und das sieht man so ein bisschen in dem Bild. Also man sieht schon ganz deutlich halt durch die Steigerung, schaffen wir uns mehr an Umsatz pro User zu generieren. Das ist das, was Tom gerade eben am Anfang angesprochen hat. Wir waren mal 2013 bei $8 Umsatz, jetzt sind wir bei
12 knapp, also auch hier eine Steigerung von 40%, was natürlich sich über die Dauer deutlich bemerkbar macht. Wir sind aber irgendwann gegebenenfalls auch mal an dem Zenit angekommen. Das sind jetzt mal die Preise aus den USA und das sind nicht die neuesten Preise. Ich muss ja sagen, wir sind im Jahr 2022 angekommen. Und man sieht, dass der Premium-Plan, bei dem man quasi alles auf voller Qualität gucken kann, ja bei 19,99 angekommen ist und 2013 waren wir halt ja bei diesen 11,99. Es gibt ein Basic-Abo, es gibt ein Standard-Abo zum Teil, es gibt mittlerweile Werbe-Abos, die noch dazukommen. Aber was halt hier wichtig zu sehen ist, ist die Frage, wie weit kann man halt diese Preise nach oben skalieren, bis irgendwann auch die Kunden anfangen zu meckern, insbesondere wenn man jetzt so viele kurzfristige Preiserhöhungen sieht, wie sie aktuell gekommen sind. Also wir sehen es, das Netflix Standard-Abo wird auch bei uns wieder teurer, das Premium-Abo wird wieder teurer, das werbefreie Abo, das bleibt zwar erstmal so, aber auch da kann man natürlich so ein bisschen absehen, wie ist es mit Preiserhöhungen. Wir haben es bei Spotify gesehen, auch da wurden die Preiserhöhungen bisher gut angenommen. Die Frage ist halt, bis zu welchem Punkt man es am Ende letztendlich skalieren kann und ab welchem Punkt dann man vielleicht doch irgendwann sagt, so sehr nutze ich es nicht, ich nutze doch noch ein anderes Abo-Modell. Insbesondere natürlich, wenn man jetzt den Content-Teil einfach herunterschraubt und den Content-Teil herunterschraubt in der Höhe, dass man nicht mehr selber so viel in so hoher Höhe produziert und dementsprechend auch so ein bisschen sein Alleinstellungsmerkmal ja teilweise vielleicht auch verliert. Das sind jetzt mal die negativen Fakten, nachdem wir sehr, sehr viel auf was Positives gesprochen haben, denn die Prognosen für das Jahr sind auch weiter erstmal positiv, die Margen sollen weiter steigern, der Umsatz soll weiter wachsen, wir sehen es hier so ein bisschen im Forecast auch fürs nächste Quartal, auch da ist weiteres Wachstum abzusehen, die, wie gesagt, mit besseren Margen auch im Vergleich des Gesamtjahres. Bevor wir auf die letzte Folie gehen und wir dann auch hier Schluss machen, ein kurzer Blick noch hierauf, denn ich will nur mal sagen, wir haben einen KGV von 44 mittlerweile. Wir haben Abonnentenzahlen, die nicht mehr wahrscheinlich reported werden an einem gewissen Zeitpunkt und es wird halt immer weniger transparent am Ende zu sehen, wie schafft es Netflix eventuell weiter zu wachsen. Das heißt nicht, dass jetzt alles vorbei ist und der Kurs, wie gesagt, weiter sinkt. Es gibt auch viele positive Richtungen, die wir am Anfang gesehen haben und das ist das, was unser Pro- und Contra-Blatt am Ende ja auch so ein bisschen abbilden soll. Aber grundsätzlich, glaube ich, müssen wir uns hier nochmal den Vergleich zu anderen Streaming-Diensten angucken. Das werden wir dann in einer Aktien- oder Investmentwerkstatt machen. Vielen Dank, Tom. Vielen Dank für diesen Roundup durch Netflix. Wir haben ein bisschen überzogen. Heute Nachmittag sprechen wir dann nochmal über was ganz anderes, über Unilever, über Nestlé, über Lebensmittelgiganten. Dann nächste Woche geht es natürlich weiter mit dem Market Roundup und wir gehen auch nochmal in das Thema Rüstungsindustrie rein oder auch, man kann sagen, in das Thema Getriebehersteller nächste Woche im Market Roundup. Wir verabschieden uns. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.